Guten Tag und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Im letzten Part haben wir die ersten Level von der sechsten Welt begonnen und sind jetzt hier am Turm, am Grollturm des Grauens, den wir direkt betreten, und zwar mit Luigi. Let's go! Ich habe einfach mal wieder zu Luigi gewechselt, weil ich mir so dachte, ja komm, Mario haben wir jetzt ein paar Parts hintereinander gespielt. Und irgendwie kann ich ihn jetzt nicht mehr sehen. Also geht's mit Luigi weiter. Hallo? Okay. Der hat gerade ein bisschen komisch reagiert oder versetzt. Okay. Irgendwie reagiert er gerade ein bisschen versetzt. Ist mein Controller im Arsch oder was ist hier los? Ja, komm, aber ich habe jetzt keinen Bock, den Controller zu wechseln, um ehrlich zu sein. Ich gehe einfach ein bisschen näher an die Konsole, ja. Wobei, ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ich hoffe einfach mal, ja gut, jetzt fühlt sich's besser an. Ja, dann lassen die Controller echt ein bisschen nach. Das ist schade. Aber ich denke, das ist bei jedem elektronischen Teil so. Also von daher. Auch nichts großartig Schlimmes. Eine Mini-Röhre. Gab es hier einen Mini-Pilz? Weil die Controller haben jetzt halt schon ein paar Jahre gehalten. Ich denke, wenn man so 3 Jahre voll macht, ist das schon in Ordnung. Wir haben die erste Starcoin verpasst. Wie denn das? Hier sind nur ein paar Münzen. Werden wir die Eisblume noch brauchen oder eher nicht? Also ich gehe mal davon aus, dass man die hier eher nicht brauchen wird. Weil das sind halt echt nur diese komischen Grolls und da ist der Ton gerade kurz ausgesetzt. Was war das für ein komischer Bug? Naja. Boah, was ist hier denn los? Oh, Alter. Nein! Das ist eine fiese Stelle. Okay, und schon wieder eine Mini-Röhre? Sind die ganzen Starcoins in Mini-Röhren oder was? Hey, komm schon. Wo soll man denn hier einen Mini-Pilz herkriegen? Ja, lach du nur. Okay, und na, Bum-Bum wird endlich mal interessant. Aber ich bin irgendwie trotzdem zu blöd dafür. Naja. Fehler passieren. Wie war das? Kein Hit. Schon wieder daneben. Ey. So, jetzt aber. Zweiter Treffer. Gegen Bum-Bum. Und richtig gegeben. Jetzt mit der Stampfattacke. Nice. Ich glaube, wir haben auch keinen Mini-Pilz im Inventar, oder? Ja, speichern.
Nö. Ja gut. Ich würde sagen, wir machen den Level einfach noch einmal. Und wenn wir es dann nicht finden, dann muss ich das off-cam machen. Okay, ich dachte jetzt hier oben wäre was, aber auch nicht. Ich habe doch nach links gedrückt. Ich habe nach links gedrückt, habe dann geworfen. Aber Luigi wollte einfach nicht. Er hat sich nicht nach links gedreht. Okay, da oben ist was. Das sehe ich direkt. Jetzt, wo ich hier ein bisschen besser drauf achte. Und hier bin ich echt dran vorbeigegangen. Ach so. Ach, hier ist der Minipilz. Okay. Na, alles klar. Ja, cooles Secret. Nice. Jetzt frage ich mich, ist die dritte Starcoin, hängt die auch mit dem Minipilz zusammen? Wahrscheinlich, ne? Aber diese Passage ist so assi. Wie soll man denn unbeschadet hier durchkommen? Ja gut, ich meine, wir haben den Moon Jump, also kann sogar sein, dass es mit Mini Luigi besser ist. Holy shit, das war knapp. Das war extrem knapp. Ehrlich gesagt, habe ich mich da schon failen sehen. Okay, ich bin... Eigentlich bin ich durch. Jetzt muss ich nur noch einen Zeitpunkt abpassen, wo ich hierher kann und rein da. Holy shit. Ja, jetzt rasten sie aber komplett aus, ne? Ja, gut. Hier ist es jetzt nicht mehr so schwierig. Einfach nur geduldig bleiben. Und dann hat man's. Boah, das ist eine schwierige Starcoin. Finde ich aber auch nice, dass hier sich Mühe gegeben wurde, das schwierig zu gestalten. Und hier ist ein Secret Exit? Alles klar, an den kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Und sogar die Schnapszahl. Also, let's go. Und, was kriegen wir? Greif zu. Ja, einen Stern. Hm. Den hätt's jetzt nicht gebraucht. Oh, aber ein Achterbahnlevel. Das brauche ich. Nee, nee, den werfen wir weg. Ja, speichern auf jeden Fall. Und dann machen wir weiter mit Level 3. Natürlich. Aber ja, okay, ich denke, unten ist dann Level 4, also geht's weiter mit Feisthörnchens Kobel. War es der Unterschlupf von Eichhörnchen? Schon, ne? Ach, komm schon. Ja, okay. Man kann ja auch so durch. Und das ist jetzt nichts, was man zwingend braucht. So keine Starcoin oder so. Ja, aber hier. Das sieht man ziemlich instant. Ist jetzt auch nicht das Schwerste. Oh, okay.
Ja, gut. Also in Super Mario World wäre das vielleicht cool gewesen, dieses Dingen. Also, da hätte ich dann auch direkt den richtigen Weg gefunden. Aber hier kann man halt wieder hoch Walljumpen, also von daher. Wäre das selbst kein Ding gewesen, hätte ich das da nicht direkt gefunden. Aber hier muss ich jetzt aufpassen. Lass ihn jetzt erstmal in die Richtung hier springen. Ach, scheiße. Oh, nee. Ey, genau das habe ich befürchtet, dass ich da eine Stampfattacke mache und dass er sich dann im letzten Moment nochmal umdreht. Boah, was ein Assi, Alter. Wie kommt man denn hier durch? Hä? Wie kommt man da durch? Wahrscheinlich ist da unten ein P-Switch, ne? Naja, okay. Ja, dann müssen wir nochmal... Dann müssen wir das Level anscheinend auch nochmal wiederholen. Alles klar. Ha. Ja, cool. Ja, gut. Die Eichel-Suit brauchen wir sowieso nicht. Können wir auch hoch-Wall-Jumpen. Also keine Tragik, dass ich die da dumm verloren habe. Alles gut. Da finde ich es eher schade, dass ich das mit dem Kettenhund nicht hinbekommen habe. Aber hier jetzt an die Starcoin ist man easy rangekommen. Hm. Ich wollte passend zum Lied beenden. Ja gut, dann machen wir ein Level einfach nochmal. Was soll der Geiz? Es sind erst 13 Minuten in den Part rein. Also, können wir das hier easy machen. Und der Yoshi, ist der für das Level oben an der Leiter? Ich denke schon, ne? Ja. Werden wir wahrscheinlich im nächsten Part dann sehen. Aber jetzt erstmal Konzentration mit dem Kettenhund hier. Ich bemerke gerade... Der Level ist nicht gerade lang, ne? Der Level ist nicht gerade lang. So, zack. Jetzt haben wir es aber. Und doch, da muss ein P-Switch sein. Da kann jetzt nicht nur ein One-Up sein. Hä? Was? Oh mein Gott. Ist das denn ernst? Jetzt habe ich es gesehen. Ach du Scheiße, ey. Da hätte ich die Starcoin ja doch kriegen können. Egal. Wir haben sie jetzt. Alles gut. Weiter geht's. Aber das Dingen hier so lange zum Runterfahren braucht, geht irgendwie ein bisschen auf den Sack. Da hätte man es vielleicht so machen sollen, dass es wieder so eine Flugpassage nach unten gibt, damit man dann tatsächlich auch die Starcoin verpassen kann, wenn man das die Eichel-Suit nicht mehr hat. Ich denke, das wäre sogar ziemlich cool gewesen.
Aber naja. Nintendo, wenn ihr Level-Designer brauchen wollt oder Level brauchen könnt, wollte ich sagen. Oder Level-Überarbeiter, ne? Call me. Ja, gut. Ich denke, ein Level sollten wir noch hinbekommen. Aber müssen wir uns ein bisschen beeilen. Also, let's go. Dunkle Blockade. Und, oh nee, ey, komm schon. Ja, okay. Wenigstens gibt es hier direkt einen Stern. Und ich denke, man kann tatsächlich den ganzen Level mit dem Stern durchzocken, aber nicht, wenn man sich so blöd anstellt wie ich. Ja doch, auch wenn man sich so blöd anstellt wie ich, geht das problemlos. Also, let's go. Hier kann man rein. Okay. Ich hätte den Stern vielleicht nochmal neu aktivieren müssen. Da drauf zu springen wäre jetzt extrem dumm. Also lassen wir das mal lieber. Und warten, bis der Stern ausläuft. Ja gut, immerhin haben wir 2 von 3 Starcoins. Das ist doch schon mal eine gute Quote. Und ich denke, wir werden das tatsächlich direkt vernünftig abschließen können. Okay, das hier spendet einem jetzt so ein bisschen Licht. Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Als ich den Bob da gesehen habe, dachte ich mir, ne, der ist da noch nicht nur zum Spaß. Boah, was? Ach so, kommen mir neue runter. Bin ich blöd? Nee, 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 nee. Komm, noch ein. Gib mir noch einen. Okay, da ist er. Ja, das ist noch nicht ganz offen. Jetzt aber, oder? Ja. Alles klar. Gehen die davon aus, dass man blöd ist und sich den Boden da wegsprengt? Oder was ist da los? Was ist hier mit den Röhren? Nichts. Hier ist keine Starcoin? Hey, komm, als ob. Ja, okay. Ich gehe erstmal weiter. Aber wenn uns hinter eine fehlt, weiß ich ja, wo ich suchen muss. Ich glaube, muss man rechts oder links her? Oh mein Gott. Ja, komm, ey. Okay, wir kriegen eine Feuerblume.
Das ist auf jeden Fall nice. Ah, ah. Nee, Alter. Ja. Das Schild hat's verraten. Da oben ist noch was. Und zwar bewacht von den Firebro. Das ist cool. Da links. Dass sie da quasi durch die Röhren nach unten geschickt werden, wird da visualisiert. Ja, aber die Fahnenstange möchte ich jetzt doch noch erreichen. Also ich denke, das können wir... Ey, komm schon, ne? Ich muss halt nicht den Button nochmal drücken, damit ich hochspringe. Aber ich will es trotzdem die ganze Zeit machen. Und wir blättern erstmal über den Koopa drüber. Naja. Ist es dennoch gut gelaufen? Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und dann hoffe ich auch, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.